jetzt. Jawohl, Hauptmann. Okay. Wo ist hier eigentlich das Badehaus? außerhalb der Stadt. Da will ich nämlich zuerst mal hin. Weil nach der ganzen Kämpferei ist alles wieder dreckig. Und was ich nochmal gucken muss, ist, ob meine Rüstung beschädigt wurde. Das wäre nochmal recht übel, weil der Kampf hat ziemlich lange gedauert. Ich habe ziemlich viel auch eingesteckt. Das war ein bisschen... Was? Nein. Badinhaber. Na, okay. Was hättest du denn gern? Ich brauche ein Bad. Natürlich. Aber so, ich gehe dann nochmal kurz aufs Klo. Ich muss ja eh warten. Du wirst es nicht bereuen. So. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt sauber bin. Sauber. Armschienen. Warum habe ich Armschienen an? Alles ist beschädigt worden. Alles ist beschädigt worden bei dem Kampf. Junge, Junge. Das kann doch nicht sein. Mann. Hier wenigstens hat die Nervensäge mir ihren Bogen gegeben. Das sollte definitiv... Oh, mal wer da war. Die Nervensäge. Ich gehe mal davon aus, dass... Das sind die Reparatursets, hä? Schmiedeset. Schwerter. Ja. 98, das will ich nicht selber machen. Gott sei mit dir. So, Reparatur. Nee, nicht. Hatte ich nicht das Schwert eingesetzt? Falschen wir nochmal drüber. Ups. Reden wir über den. Hundertsechzig sind das schon. Nur wegen ein bisschen. Wegen dem bisschen Rüstung. Okay. Deswegen. Okay. Warte, beim Rüstungshaini muss ich gar nicht mehr vorbei. Das hat der andere schon gemacht. Wobei der dafür nicht das Talent hätte. Den hätte ich eigentlich nur das Schwert machen lassen dürfen. Naja. Wie geht es dir, Heinrich? Glück und Gesundheit. Besser, wenn du mir reparieren hilfst. Kann ich das eigentlich selber reparieren? Boah, 72. Was ist das denn für ein Arsch gewesen? Sprechen wir den... ist... Da
Das ist zu weh. Ach, das ist ja der Knauser. Ja, bei dem. Aber wir hatten hier nichts. Das ist nichts, was wir. Ja, Schuhe sollten noch in Ordnung sein. Ach so, ich muss mich ja beim im Rathaus melden. Na, irgendwie hier oben. Ah, bei Vogt muss ich mich melden. Hallo, Vogt. Hallo, Vogt. Beste Grüße. Meister Vogt, sprich mich nicht an. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren... Das hatten wir schon. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Habe ich. Die blauen Flecken mögen es bezeugen. Der Hauptmann ist gnadenlos. Je härter die Ausbildung, desto leichter die Schlacht. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Okay. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Oh, nö, wirklich? Ausrüstung. Muss ich mich echt umkleiden? Erst zur Rüstung, denke ich. Zwischen 11 und 19 Uhr? Au. Au, ich muss mich beeilen, dann kann ich das vielleicht noch schaffen. Sonst muss ich 24 Stunden warten. Holy shit. Ich glaube, das wird nichts mit der passenden Zeit. Außer ich kriege einen, du bist spät dran und wir gehen sofort los. Ich weiß nicht, mal gucken. Ich soll meine Augen. Da gibt es nicht viel zu verbessern. Du bist bereits so gut ausstaffiert wie jeder Vasall. Aber dein Wunsch ist mir befehlt. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt. Beckenhaube. Was ist das? Bunthaube. Knüppel. Alter, ich habe ein Pferd für, wo ein Bein so viel wert ist, wie die ganze Ausrüstung, die mir gerade in die Hand gedrückt haben. Naja. Hoffentlich ist er noch da und wir sind nicht zu spät. Autsch. Oh shit, ich bin dreckig geworden, oder? Oh, ich bin nicht dreckig geworden. Okay. Warte. Ein. Hm. 5.13. Was will ich denn damit? Ah, es ist jetzt echt ärgerlich. Was bleibt mir am Wicht?
Hm. Ah, okay. Jetzt muss ich um 11 Uhr hierher kommen. Habe ich noch? Geht nicht. Auf der Nachtigall. Ah, okay. Warte. Da haben wir auch einen Auftrag hier. Ein bisschen Geschick, da ja eh beim Vogt das Spiel gespeichert wurde. Oh, mit ein bisschen Glück komme ich pünktlich dahin. Da in dem Moment genau 11 Uhr ist, da ich noch nicht ausgestattet bin, habe ich gedacht, müsste ich noch mir die Ausrüstung holen. Aber die Wache hat ja gesagt, ich bin super ausgestattet. Guck mal, steht das optional oder? Optional. Ja. Es ist 11 Uhr. Es ist 11 Uhr. Um die Kirche drumherum. Vielleicht ist er hier? Du bist es nicht, nein. 11 Uhr, ich bin hier. Muss ich vor 11 Uhr hier sein? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ist ja langweilig, hier ist ja gar nichts. Ach verdammt, im Ernst. Ja, aber wo ist der Kerl? Du bist auch nicht die Nachtigall, ne? Der ist irgendwie hochgearbeitet oder so. Boah, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Ja, es ist die Frage nach... Nee, die Sache ist ja die, ich muss ja dann... Das ist praktisch Dienstzeit. Wenn man es so will. Dass ich zwischen 11 und 19 Uhr Dienst habe. Es ist nicht so, dass ich zwischen 11 und 19 Uhr hierher kommen kann, um die Runden zu drehen. Das wäre ja ein bisschen Nonsens. Das heißt, ich müsste theoretisch vor 11 Uhr hier sein. Okay, was soll's. Gut, versuche ich. Ich meine, gespeichert ist ja. Mann, wäre ich nur einen Moment früher zum Vogt gegangen? Damit. Gut, versuche ich dann die Aufgabe vom Bettler zu erfüllen. Sie muss hier drin sein. Ist hier nicht auch die Garnison? Rüstung. Ach, das kann ich ja zum Pferd verschieben. Ja, mach ich mal. Na?
Ziel ist entkommen. Okay. Ja. Ziel ist entkommen. Es war doch nichts angezeigt. Was soll denn der Blödsinn? Okay. Es läutet wahrscheinlich gerade 11 Uhr. So, dass ich perfekt zu spät bin. Was? Oh, da hinten ist mein Pferd angetrabt. Okay. Auf geht's. Komisch. Nichts. Ich bin hier auf dem Sack. Nichts. Verzieh dich. Ach Gott. Machen die Stress, weil ich darum gelaufen bin? Sie steht in meinem Pferd. Ist da jemand? Bestimmt nur ein Tier. Seltsam. Da ist nichts. Ja. Da ist nichts. Findlich die ist. Triggert. Bestimmt nichts Großartiges. Öffnen. Nicht mal abgeschlossen. Rumpelkammer. Dann schleiche ich mich mal hoch. Mal gucken, irgendwo haben sie bestimmt Kisten. Sehr schwer, wunderbar. Okay. Kann hier auf was der Hund reagiert hat. Man sollte es nicht übertreiben. Da noch nicht drin? Nein. Schlafkammer von jemand anderem. Ich aufschließen kann. Interessiert aber keinen. Solange ich es knacken kann, brauche ich es nicht aufschließen. So, Inventar. Rüstung. Ach nee, jetzt mache ich hier. So, noch ein bisschen was an. Zeug.
Genau. Ja, Vogelkäfige, die könnte ich auch verkaufen. Genau. Als ob ich das nicht bemerkt hätte. Nichts. Nein, gar nichts. Lernen, warum nicht? Im Stehen, 75% Komfort. Arschlecken-Banan. Die Zeit habe ich. Ich sehe ja egal, was ich hier mache. Man steht wahrscheinlich sogar noch außer Sichtweite, von daher. Trinkfestigkeit. Das. Hi. Ja, schon. Von da drüben. Okay, geht die im Kreis? Und wenn die Wache jetzt nicht. Das klang wie. Das klang wie gar nichts. Ich warte hier noch an der Grenze einen Moment. Niemand. Der Hund blockiert sie? Ja, antworte. Als ob. Nicht mal gesehen. War eine Truhe? Nee. Keine Wache folgt mir. Oh, jetzt sag nicht, dass sie sich wieder auf den da hinten setzt. Sich mir eingebildet haben. Blöde Kuh. Ach, komm schon. So ein Stress. Ah. Was ist das? Nächste, die dich beschwert. Ja, sobald ich den Hund erwische, schlägt der Alarm, alles klar. Kann ich dir irgendwie helfen? Goddammit! Setz dich in den blöden Stuhl, wo du vorher gesessen hast. Und wir haben das ganz einfach geregelt. Muss sie sich abreagieren? Der Hund muss sich abreagieren? Nur weil die im falschen Stuhl sitzt. Nur weil die blöde Kuh im falschen Stuhl gesessen hat. Und sich nicht partout nicht in den anderen setzen wollte.
Schnauze. Gehst mir auf den Sack, Junge. Lautstärke 3. Nichts gibt's. Keiner wird mich je entdecken. Sie sitzt im richtigen Stuhl. Oder auch nicht. Ist da jemand? Nö. Niemand hier. Damn, die kommt tatsächlich hoch. Die geschlossene Tür hat sie überzeugt, ja? Hm. Okay, sie ist schon wieder unten. Sie ist draußen. Deine Drecksgriffel da weg! Diebische Pfoten weg, du! Ich dachte, ich hätte Dings in der Menge. Mein Gott! Was geht die Tante mir auf die Nerven? Als ob die in genau in dem Moment jedes Mal aufstehen würde. Okay. Er geht gerade aus dem Haus raus. Hoppla. Komm schon, Mann. Taschendiebstahl, neue Stufe erreicht. Wunderbar, das war uninteressant. Interessant war hier drüben. Na. Scheint nicht aufzuwachen. So. Man könnte ja auch aufschließen. Aber lieber knacke ich ein sehr schweres Schloss für die Erfahrung, als es aufzuschließen. Vor allem, ich habe den Weg schon verkürzt und so weiter. Alles wunderbar.